Hallo, hallo, hier ist Jutta von Funkelkram. Schön, dass du da bist. Heute werden wir uns mal mit diesem Zeug hier beschäftigen. Mit Mull oder Cheesecloths, wie das auf Englisch genannt wird, oder Käseleinen oder Käsetuch wird es auch genannt. Wir kennen das Zeug alle aus dem Verbandskasten. Wenn man im Auto den Verbandskasten austauschen muss, muss man ja regelmäßig erneuern. Da sind immer diese Verbandpäckchen drin, diese viereckigen, mit diesen sterilen Kompressen. Und das ist genau dieses Zeug, wenn man die auseinanderzupft. Ich benutze wahnsinnig viel davon und das auch gerne großflächig. Also kaufe ich das am Meter. Das ist nicht besonders teuer. Und wenn man das googelt, müsst ihr einfach mal Käseleinen oder Mull oder sowas googeln. Da findet man verschiedene Anbieter. Ich kaufe es bei Amazon. Gibt es tatsächlich auch in Schwarz. Guck mal hier. Muss man sich mit Färben gar nicht mehr rumärgern. Wenn man gerne Gothic macht, ist es also eine coole Sache. Und ich hatte jetzt letztens auf Facebook mitbekommen, dass man das wohl auch beim Teddy kaufen kann, dass die das in der Bastelabteilung bei den Halloween-Artikeln haben. Ist eine feine Sache und ich färbe diese Sachen ein und das habe ich jetzt schon öfter mal erwähnt und es kamen ganz furchtbar viele Fragen. Und deswegen habe ich gedacht, wir sammeln heute mal Hacks. Wir gucken uns das mal genau an, wie ich das verarbeite, was man da alles mitmachen kann. Das ist ein wunderbares Zeug, wenn man eben diesen flatterigen Look hier machen möchte. Das sieht halt immer mega cool aus, wenn das an den Seiten so raushängt aus einem Journal. Und bei diesem Journal hier, habe ich es jetzt hier einfach nur so ein bisschen unten drunter gemacht, da muss noch ganz viel passieren. Das heißt, das könnte ich jetzt mal nehmen, um das so ein bisschen anschaulich zu dekorieren. Aber ich benutze das auch, um Cover komplett damit abzudecken. Und all diese Sachen gucken wir uns jetzt mal an. Wir fangen damit an, die Sachen einzufärben. Ich tue meine Journals hier mal weg, zur Seite schaffen. Wenn es gleich rumpelt, sind sie runtergefallen. Ich färbe die mit sowas ein. Ne, Distress Spray. Am liebsten nehme ich tatsächlich das Stain. Man kann das auch mit den Oxides machen. Da gibt es ein paar Dinge zu beachten. Es ist also unterm Strich letztendlich egal. Dieses Stain ist ein bisschen einfacher als Oxide, weil Oxide, wenn es trocknet, relativ hart wird. Das heißt, man muss das immer wieder nass machen und auswaschen. Ich benutze jetzt mal Distress Vintage Photo und Ground Expresso, weil das eben so schön dreckig macht. Du kannst aber alternativ tatsächlich auch das Stempelkissen verwenden, beziehungsweise dieses Stempelkissen verwenden. Wie man das genau macht, das gucken wir uns jetzt alles an. Das heißt, du brauchst entweder solche Sprays oder du brauchst solche Stempelkissen. Und wenn du einfach nur Wasserfarbe zum Beispiel hast oder Aquarellfarbe, geht das auch. Ja, das ist, welche Farbe oder welche Pigmente du benutzt, das ist am Ende vom Tag eigentlich wurscht. Check's einfach, ne? Nimm dir ein Stückchen, schneid dir kleine Fetzen ab und guck einfach mal, mach mal ein Probe Farbding. Was rede ich denn hier für ein Käse? Zu viel Käselein, da kommt nur Käse bei raus. Mach mal ein Probestückchen. Ne? Das ist was ich sowieso, wenn ich solche Projekte anfange, immer mache. Ich schneide mir immer so ein paar kleine Schnipsel und dann checke ich erstmal so, wie die Farben sich so verhalten und wie ich das Ergebnis bekomme, was ich gerne möchte, bevor ich so ein ganzes Ding hier einfärbe und das komplett versaue. Der erste Schritt überhaupt, um das nicht mehr so verbandweiß zu haben, ist das Ganze mal in Tee einzuweichen. Das hier, oder du kannst natürlich auch Kaffee nehmen, ich benutze halt immer Tee. Und meins hat deswegen so Streifen, weil ich das einfach zusammengeknüttelt habe. Ich habe das in den Tee gesteckt, habe das gebadet, dann habe ich das ausgedrückt, ausgewaschen. Das wird nie wieder weiß. Ja, wenn du das einmal in Tee gebadet hast, dieses Vergilbte bleibt. Und dann habe ich tatsächlich die Teebeutel genommen und bin dann da einfach so drüber. Und habe damit quasi mit den Teebeuteln diese Streifen da reingemacht. Das habe ich dann nicht mehr ausgespült. Dann hängt man das zum Trocknen hin und dann kommt sowas dabei raus. Das ist also meine Basis, schon mal nicht mehr weiß. Wenn ich mal so ein Journal machen will mit ganz viel Spitze und romantisch und so, brauche ich ja nicht immer unbedingt Dunkles. Na, ich möchte ja dann vielleicht auch mal blau oder grün oder weiß der Himmel was haben. Also habe ich immer so eine ganz leicht vorgefärbte Angelegenheit, die universal einsetzbar ist und schneide mir dann Stücke ab. Und wie man das am besten schneidet, damit das so richtig schön zerfleddert aussieht und was man da noch so mitmachen kann, das gucken wir uns jetzt hier alles mal an. Ich fange jetzt einfach damit an, weil das trocknen muss, dass ich ein Buchcover damit beklebe. Ich finde dieses Cover hier hinten recht cool, das ist so richtig schön dreckig. Ich finde auch den Buchrücken gut, den kann ich noch ein bisschen reparieren, den werde ich von innen hier noch verstärken und sowas alles. Das hier gefällt mir überhaupt nicht und das möchte ich umfärben. Ich möchte ein flatteriges, so ein bisschen eher so Nature-Journal-mäßiges Journal machen. Das soll viel Struktur haben und deswegen werde ich das jetzt als allererstes einfach mit diesem Zeug hier bekleben. Und das heißt, ich messe mir das so ganz grob ab.
lege das da so drüber. Und ich schneide auch nicht ordentlich. Ne? Also wenn man das hier auseinanderzupfen würde, werdet ihr sehen, das ist kreuz und quer abgeschnitten. Auch dafür gibt es einen Grund, das wird sich im Verlauf dieses Videos noch klären, warum. Alle, die mit den Monks zu kämpfen haben, die können das ja dann hinterher mit der Schieblehre abmessen, wenn es euch Spaß macht. Für mich ist das beim Cheesecloth hier komplett der Sinn verfehlt. Denn je flatteriger das wird, umso besser ist das ja. Und deswegen brauchen wir da gar keine geraden Kanten. Ja, das ist ja nicht der Sinn und Zweck der Angelegenheit. Denn wenn das so aussieht hier, ne, und dann am Rand so ein bisschen zupfen, so, jetzt wird's gut. Jetzt wird's eine Party. Ne? So kann man das machen. Und das wird jetzt erstmal einfach nur großflächig hier drauf gepappt. Und auch das ziehe ich nicht besonders glatt, werdet ihr gleich sehen, sondern ich klebe das einfach drauf, weil ich will ja Struktur, das darf sich ruhig wählen. Am einfachsten geht das mit einem Junk Journal Kleber. Der ist exakt für solche Sachen gemacht. Man könnte das natürlich mit jedem anderen Kleber machen, den man so hat. Ich muss mal mein Wasser hier ran schaffen und vor allen Dingen bräuchte ich mal einen Pinsel. Da. Ich würde dir nicht empfehlen, das mit Mod Podge zu machen. Das kann man, klar, das hält auch gut, aber Mod Podge ist ja vergleichsweise teuer und Mod Podge, egal welchen Mod Podge du nimmst, der klebt nicht nur, der versiegelt auch gleichzeitig. Und das ist zu diesem Zeitpunkt einfach vollkommen unnötig, denn da wird ja noch drauf geklebt und gemalt und sonst was gemacht. Das heißt, das Versiegeln braucht man ganz einfach nicht und da finde ich das gute Materialverschwendung. Na, da nehme ich lieber irgendeinen Kleber. Ich nehme halt natürlich meinen Junk Journal Kleber, weil A, habe ich ihn und B, muss ich ja Werbung für unsere Produkte machen, das ist ja logisch. Und deswegen funktioniert das einwandfrei. Der klebt also so richtig schön verschiedene Materialien aufeinander. Stoff, gerade auf so einem Pappuntergrund, genau dafür ist der konstruiert, dass das schön hält. Und da kannst du ja hinterher noch alles andere draufkleben. Aber nimm einfach den Kleber, den du hast, ganz egal, was es ist. Das Einzige, was ich dir nicht empfehlen würde, wäre so ein Prittstift. Das hält zwar die ersten 5 Minuten, aber gerade wenn du da noch mehrere Schichten drauf arbeitest, hinterher löst sich das ab. Dann fällt dein schönes Cover, kannst du dann die Schicht oben abziehen. Das ist dann sehr frustrierend, wenn das passiert. Also jede Form von Bastelkleber, die du hast, kannst du verwenden. Ich bin hier gerade wieder aus dem Bild. Ich muss mal gerade gucken, genau, ich muss mal aus dem Zoom raus, dass ich ein bisschen mehr Fläche habe. So. Ich glaube, den richtig verransten Rand mag ich lieber auf dieser Seite haben. Ja, das ist hier schon so richtig schön ausgefusselt, das gefällt mir prima. Ja, und wie gesagt, bloß keine geraden Kanten. Weil das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Und wenn man dann hier so schön dran zieht und überhaupt an dem Zeug zieht, der verschiebt sich ja dann auch noch in alle Richtungen, dann wird der so richtig schön flatterig, herrlich. Und dann kann man halt auch überlegen, ob man solche Fäden rauslässt oder ob man die abschneidet. Ich lasse am Anfang immer erstmal dran und gucke erstmal, wie mein Cover so wird. Ich weiß nicht, ob ich die hinterher noch brauche. Also einmal kann man die natürlich abzupfen und aufheben und dann irgendwo anders noch hinkleben. Aber solange ich noch gar nicht weiß, was das hier genau werden soll, solange lasse ich erstmal alles dran. Abgeschnitten ist schnell. Aber wir kennen das ja auch, ne? Alte Handwerkerlehre, nach Abkommt kaputt. Deswegen lieber erstmal ein bisschen noch dran lassen. So, und auch das hier würde ich dann hinterher, wie ihr jetzt schon seht, hier nochmal so ein bisschen andrücken, so ein bisschen wellig, damit das nicht so ordentlich aussieht. So, und wenn man da nachher schön mit Farbe noch drüber geht und so weiter und das anstreicht, es wird richtig cool. Das lege ich jetzt zur Seite und lasse es erstmal trocknen. Und jetzt geht die Sauerei los, die richtige, ernsthafte Sauerei. Ich habe meine Sprühkiste schon mitgebracht, mein Super-Tool, ja. Für alle, die das noch nicht kennen, wenn man hier mit diesen Farben rumsprüht, ne, und sich den ganzen Basteltisch versaut, deswegen habe ich so eine olle Kiste. Da habe ich einen Pappendeckel reingelegt, einen ganz normalen, und ich wickel mir dann immer mehrere Lagen von diesem, wie heißt das, Frischhaltefolie drum. Hier sieht man noch die dreckige Seite. Ne, und wenn ich die Seite dann völlig versaut habe, kann ich es einfach abziehen. Also ich wickel das immer mehrfach ein, sodass ich das
sofort weitermachen kann mit anderen Farben und auch nicht jedes Mal von vorne anfangen muss. Irgendjemand hat mir den Tipp gegeben, große, diese Folien, die über irgendwelchen Schablonen oder überhaupt irgendwelche Verpackungen, die man hat, zu benutzen. Auch eine coole Idee, wenn man die sammelt. Also alles, was so, ja, Foliengedöns ist. Jetzt sind die Bücher runtergefallen. Dieses Zeug hier, ne? Was, da waren irgendwelche Stempel oder weiß der liebe Himmel was drin. Wenn man sowas sammelt, eine große hat, kein Problem, kann man auch nehmen. Fand ich ganz gut, die Idee. Aber bei mir ist das immer so effizient vorarbeiten. Ich habe keine Lust, jedes Mal eine einzelne neue Folie da drauf zu ziehen. Darum wickele ich einfach meine Frischhaltefolie drumherum. So, ich ziehe jetzt Handschuh an, damit das hier in einem Streifen durchgeht. Meistens arbeite ich ohne Handschuh. So, jetzt habe ich den Verbandmull. Wichtig ist, wenn ihr mit Distress Sprays arbeitet, und es ist egal welche, ihr müsst es anfeuchten. Ne? Wenn man das trocken einsprüht, das Ergebnis wird nicht so gut. Denn die reagieren ja mit Wasser, die Dinger. Das soll jetzt nicht, wer weiß, wie klar dann nass sein. Deswegen nehme ich einfach nur den Sprayer und mache das eben, ne, wenn ich das so habe, das ist so schön. Ja, könnte ruhig noch ein bisschen. Ist ein großes Stück. Das muss nicht triefend nass sein, aber schön feucht. Und dann wird das Ergebnis ein ganz anderes, als wenn du dein trockenes Tuch damit einbalsamierst. Das ist also schon mal der erste Schritt. Spray, Vintage Photo. Erstmal so ein bisschen Basis da drauf. Und dann möchte ich ja gerne Flecken haben, also auch Spray Stain. Dann machen wir mal so ein bisschen mehr Carbon. Und jetzt gibt es da wieder Wasser drauf. Und dann können wir das Ganze hier schön aufwischen. So. Und du kriegst den gleichen Effekt, wenn du dein Stempelkissen nimmst und einfach auf die Folie drauf stempelst. So. Ne? Wenn man das dann nass ansprüht, haben wir hier noch irgendwo ein kleines Stück. Moment, ich schneide mal gerade eins ab. Das will nicht. Hier so ein kleineres. Für die, die es nicht glauben. Das ist der Beweis, wenn du das so machst. Es wird ein bisschen anders. Aber du siehst, auch das nimmt ordentlich Farbe auf. Und wenn man das dann so ein bisschen durchmassiert, dann muss man halt ein paar Mal drüber gehen. Aber der Effekt wird am Ende sehr, sehr ähnlich. Mit den Sprays geht es schneller und wird es intensiver. Aber es wäre jetzt für mich auch nicht ein Grund, mir extra Sprays zuzulegen, wenn ich bisher keine hatte und auch nicht noch nicht gesehen habe, was ich da finde. Dass ich die bräuchte in irgendeiner Form. So, bis jetzt noch nicht die Verwendung eingesehen habe. So, und jetzt seht ihr das schon, das hat schon einen schönen Farbverlauf, das ist dunkel. Und jetzt musst du dich halt eben entscheiden, ob du das so schon gut findest, ob du da noch was drauf sprühst oder ob du sagst, das ist mir viel zu farbintensiv, ich möchte das gar nicht so dolle eingefärbt haben. Ich spüle das mal ein bisschen aus. Das ist hier ganz ordinäres Wasser. Was man hinterher, wenn da die ganze Stempelfarbe drin ist, nochmal ganz fantastisch benutzen kann, um Papier zu färben. So, jetzt vermischt sich das. Das hat jetzt nicht mehr so einen dollen Farbverlauf. Das ist also jetzt mehr so, ne, durch die Wasserreaktion so ein bisschen durchgefärbter. Aber ihr seht schon, es ist nicht mehr so intensiv braun. So, das ist aber jetzt für mich im Moment gerade nicht so unbedingt das, was ich brauche. Ich bräuchte eher noch ein bisschen mehr Dreck da drauf. Also sprühe ich das hiermit nochmal an. Und ein bisschen Wasser, damit sich das schön verteilt, weil hier einfach die Übergänge schöner werden. So. Und wenn das nachher getrocknet ist, dann hast du da, man sieht es auch jetzt schon hier, Flecken und Farbverläufe drin, weil das mal heller und mal dunkler ist. Das ist eine ziemlich coole Nummer. Und wenn dir das nicht dunkel genug ist oder nicht fleckig genug ist und das ist trocken, dann kann man auch auf das Trockene mal ganz vorsichtig noch ein bisschen was drauf sprühen. Wir nehmen das jetzt mal ohne Wasser, das Ganze. Das ist jetzt hier nur ein bisschen nass im Boden. Halt, Vintage-Foto. Du siehst aber, das verteilt sich nicht so gut. Auch den Effekt kann ja sein, dass man den haben will. Vielleicht möchtest du das ja, dass das so aussieht. Das sieht dann ja so aus wie gebartigt irgendwie. Ich finde immer, wenn man das krumpelt und dann drauf sprüht, dass das am besten wird, weil das dann so schön ungleichmäßig ist. Siehst du, aber du hast halt eben diese weißen Flecken. Wenn das gewünscht und gewollt ist, ist das okay. In dem Moment, wo man das nass macht und sich das dann reinzieht, das Ganze, ne, und verteilt, hast du das Problem nicht mehr. Dann gehen die Flecken
man dann mal so ein bisschen rubbeln, das Ganze. Aber damit gehen die Flecken dann fast ganz raus. Und je nasser du das machst, umso weniger weiße Flecken hast du. Deswegen ist es, feucht zu arbeiten, einfacher. Jetzt mache ich mal hier gerade kurz ein klein wenig sauber. Ich möchte, dass das nicht nass ist. So. Und jetzt nehmen wir uns noch einen Fetzen und machen das Ganze einfach mal mit Oxides, damit ihr den Unterschied seht. Ich gehe mal kurz Wäsche aufhängen. Ich bin gleich wieder da. So, das kann trocknen. Das ist natürlich auch super schnell trocken geföhnt. Wenn du also weiter basteln willst, hast du keinen Nerv, das zu trocknen. Ja, einmal mit dem Föhn drüber, das dauert 2 Minuten. Und dann ist dein Cheesecloth auch trocken. Kein Problem. So, jetzt haben wir hier Vintage-Foto des Chris Oxide. Schön schütteln, ja, ganz wichtig. Und wenn man das da jetzt so drauf sprüht, Distress Oxides legen sich ja oben drauf, viel Farbe drauf macht. Einmal hat das schon mal eine andere Patina. Und wenn man das dann nachher einfach trocknen lässt, dann wird dieser Farbfilm klebrig und brüchig. Das heißt, wenn du mit Distress Oxides arbeitest, dann musst du auf jeden Fall mit Wasser daran. Allerdings reagiert das und durch das Wasser verändert sich die Farbe. Ja, so. Wo ist Distress Oxide Ground Espresso? Hier. Das heißt, dein Mull bekommt eine ganz andere Konsistenz vom Anfassen her. Der kriegt so ein ganz bisschen so eine, ja, ich weiß auch nicht, so einen gummiartigen Charakter, wenn man das benutzt zum Färben. Wenn ich das jetzt einfach so trocknen lassen würde, und ihr seht auch so die Farben, die ziehen sich nicht ganz so gut rein. Man braucht da ein bisschen mehr von allem. Wo ist denn nochmal Ground Espresso? Das ist mir einfach zu hell. Ja, das wird mir nicht dunkel genug, das Ganze. So. Was passiert, wenn wir das jetzt nochmal kurz in Wasser ditchen? Wir probieren das mal aus. Na, da wäscht sich die Farbe raus. Gibt so eine richtig schöne Milchkaffeebrühe. Wenn die böse Schwiegermutter zu Besuch kommt, stellen wir ihr den Kaffee hin. Ich bin so gemein. Ich habe gar keine böse Schwiegermutter. Im Leben wird die sowas von mir nicht bekommen. Aber ich hab davon gehört. So. Das lege ich jetzt auch mal zur Seite zum Trocknen und dann gucken wir uns das nachher nochmal an. Aber ihr seht schon, ne, das geht schon, aber das sieht halt ganz anders aus. Wenn ich mit Distress Oxides färbe, dann mache ich das tatsächlich so, dass ich das richtig schön nass mache und dann sehr wenig Farbe drauf gebe und das dann reindrücke, weil ich diese Gummikonsistenz nicht so gerne habe. So, also, wie gesagt, ne, Oxide geht auch, aber Stain geht besser. Und wenn du Farbe hast, Wasserfarbe oder sowas, da kannst du das auch mit einfärben. Das eine, was nicht gut funktioniert, ist Acrylfarbe, die man ja auch sehr doll mit Wasser verdünnen kann. Aber einmal färbt sie dann nicht mehr. Und auch Acrylfarbe, die bildet ja so ein Gummi oder so ein Plastikfilm, wenn die getrocknet ist. Und die verkleistert dir das alles. Also das ist nicht so eine gute Idee. Irgendwelche Pigmente, die man so aufsprühen kann oder so, die würden wahrscheinlich funktionieren. Okay, jetzt tun wir das Schätzchen hier mal weg. Hier ist mein anderes Probestück. Ich muss jetzt mal kurz Ordnung schaffen und dann gucken wir mal, wie wir diese Müllstreifen am besten verarbeiten. So, alles schön getrocknet. Schöne Farbergebnisse. Bisschen heller, bisschen dunkler. Ja, hier ist das, sieht man das, das ist das Oxide, was so ein bisschen heller ist. Und mein einfach nur braun. So. Und wenn du jetzt noch dran bist und denkst so, das ist ja alles ganz nett, aber irgendwie könnte ich jetzt noch ein bisschen mehr Farbe gebrauchen. Ich will ja dieses Journal hier bearbeiten. Und da ist ja so blau und sowas drin. Ich nehme mal jetzt gerade hier so ein bisschen, gebe dem noch ein bisschen Patina. Mache ich auch ganz gerne, dass ich da einfach noch mal so ein bisschen drüber gehe. So. Nicht so viel. Und dann kriegt das noch ein bisschen mehr Flecken und dann kann das noch ein bisschen interessanter werden. Da kannst du rumspielen. Auch da jetzt irgendwas Grünes oder Rotes oder so. Ist ja klar, dass helle Farben darauf jetzt nicht mehr funktionieren. Es muss schon irgendwie ein bisschen dunkler sein. Man sieht das jetzt auch gar nicht so gut, dass das tatsächlich so ein bisschen bläulich ist. Stelle ich gerade fest. Also zumindest hier auf dem Mini-Bildschirm. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ist egal. Es war dieses Faded Jeans, mit dem ich da jetzt dran war. So. Also man kann das dann auch noch mal ein bisschen nachbehandeln, wenn das nicht fleckig genug ist. Jetzt hatte ich ja in diesem Journal hier schon so ein bisschen rumgedoktert. Also einmal habe ich hier hinten schon einfach so eine verrupfte, wie so ein Stückchen drauf gemacht und habe noch Leinen drüber geklebt. Hier habe ich es unten drunter gekleistert. Und jetzt geht es mir halt darum,
dass ich hier an die Ränder überall so ein bisschen was haben möchte, auch zum Teil oben, damit das einfach so rausguckt, damit das so richtig schön flatterig aussieht, das Ganze. Und der Trick ist dann wirklich immer, das zu zupfeln, dass das, ne, ihr seht ja auch so, wenn man das so zieht, dass dann das Muster hier, ich leg das mal hier hin, dann sieht man das besser. Ne, wenn man so dran zieht, so, dann verändert sich das. Dann sieht das alles nicht mehr so gerade aus. Und dann wird das so richtig schön rupfig. Und das ist genau das, was ich mit diesen Stücken mache. Mit den größeren. Ich ziehe das nochmal einmal so durch. Und dann kann ich mir da immer so ein bisschen was abschneiden und das so hinkleben. Um den perfekten Crunch-Look zu bekommen. Und das ist halt eben auch der Gag, wenn du das jetzt eben hier schön gerade hinlegst und dann schön gerade abschneidest, dann ist dein schöner Grunge ja schon wieder, was du gerade dir mühevoll hier zurechtgezuppelt hast, ist hinüber. Deswegen ist es wirklich sinnvoll, das zusammen zu knödeln und dann einfach das wirklich kreuz und quer abzuschneiden. Siehst du? Und jetzt kriegst du so eine richtig schöne gerupfte Kante. Nichts mehr gerade. Bisschen zupfeln und dann sieht das richtig gut aus. Und da ich schmale Streifen brauche, damit die aus dem Buch hängen, keine größeren, mache ich das dann einfach. Ich schneide mir die dann einfach alle so zurecht. Ich lege das immer so ziehharmonikamäßig zusammen. Und wenn man das dann auseinanderzuppelt, perfekt. Perfekt. Unperfekt. Perfektion ist hier verboten. Hier geht es nur um Junk und Dunks. Und ich habe ja meinen Junk Journal Kleber hier schon reingefüllt in die leere Tube. Die ist so praktisch, weil die so steht. Ne? Und da wollte ich die nicht wegschmeißen. Es war mal schlau, dass ich immer allen Kram aufhebe. Und dann habe ich mir da schön den Junk Journal Kleber reingefüllt. Und mal wieder offen stehen lassen. Das heißt, der kommt jetzt gerade nicht raus. Mit der Büroklammer ein wenig nachwerfen. Ich merke so, da ist nicht mehr so viel drin. Ich muss die wieder nachfüllen, die Flasche. Sonst muss man so feste drücken. Und auch beim Kleben ist jetzt wieder Knödeln angesagt, ne? So zusammen zupfeln, wie auch immer. Alles machen, nur nicht ordentlich, weil sonst wird das nichts mit dem, Grunge-Look. Das ist zu klein. Kleine Sachen sind auch schön, aber nicht für sowas. So. Fein, oder? Genau so muss das. So, und was man halt damit auch ganz schön machen kann, ist, sich irgendwelche Muster zusammenkleben. Muss mal gerade schauen, ob das mit dem Stück geht und ob das ist zu schmal. Ich habe mal schnell was vorbereitet, damit ihr überhaupt versteht, was ich meine mit irgendwelchen Mustern. Also Blümchen oder sowas sich da so zusammenzulegen, finde ich eigentlich auch eine coole Sache. Und dafür braucht man einfach einen etwas breiteren Streifen, der dürfte nicht ganz so schmal sein. Und dann legt man das einfach so ein bisschen kreisförmig zusammen. Kommt auch nicht so drauf an. So. Kannst du hier in der Mitte noch ein bisschen reinholen. Oder wir machen jetzt mal ein Schleifchen. Wenn du es schön im Kreis legst, kriegst du es rund. Aber so ist ja auch nicht schlecht vielleicht. So. Blümchen, Fledermaus, egal, was sich so ergibt. Das entscheide ich dann auch meistens während der Operation, was der Streifen, den ich da so habe, so hergibt. Es gibt jetzt Probestücke. Dann piekst man da einfach einmal schön durch. Da muss man ein bisschen herzhaft reinpieksen, weil durch dieses Gitter, das seht dann schon hier, das bricht auch so ein bisschen durch. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Projekt, wo man von hinten nochmal was gegenkleben sollte. Ja, einfach die Teile hier so schön festmachen. Und je nachdem, wie viel Geduld und Kreativität du da aufwendest, kannst du da natürlich die coolsten Dinger mitmachen. Und wenn man das richtig schön und ordentlich macht, dann kann man da auch richtig tolle Blumen mitmachen. Das ist immer nur so im Schnellverfahren vor der Kamera immer so ein Gehuddel. So. Jetzt ist es relativ rund. Hier ist ein bisschen viel. Ich glaube, das schneiden wir mal ein bisschen ab. Ist mir zu doll. Ja, und das ist genau das, was ich meine. Entscheidung während der Operation.
Und da du das ja hinterher auch noch verrupfst in jede Richtung, wenn du das gerne möchtest und zurechtschneidest, ist das auch kein Problem. Wenn das erstmal so aussieht, wie das jetzt aussieht. Doch, das ist ein Problem, weil es mir verrutscht ist. So, jetzt. Da rein muss das Loch. Hat mir letztens eine Bekannte gesagt, das fand ich herrlich. Die ist auch so jemand, die ist sehr, sehr, wieso geht denn der Dings nicht auseinander? Die ist sehr, sehr präzise mit ihren Arbeiten. Und dann hat sie gemeint, Junk Journal wäre nichts für schwache Nerven. Das fand ich lustig. So, ne? Und wenn dir das jetzt nicht gefällt, wenn dir das also hier nicht Blümchen genug ist oder so, du kannst es ja dann tatsächlich noch zurechtschneiden und zupfeln. Du kannst die Blütenblätter mehr rausarbeiten, kannst dran ziehen. Ne? Also da muss man jetzt wirklich machen, was man will oder sowas hier. Im Zweifelsfall einfach festkleben. Ne? Bisschen spielen. Und dann kommen hübsche Sachen bei raus. Ne? Einen Knopf mit draufnehmen. Oder. Alles, was dir einfällt. Da kann man dann wirklich kreativ mal so richtig schön loslegen. Und da alles Mögliche mit veranstalten. Also du siehst, einfach nur ein Häufchen zusammenknödeln auf jede erdenkliche Weise, die dir gefällt. Und ein Mini-Bread da rein. Und schon hast du eine hübsche Dekoration, die du irgendwo in deinem Journal damit anbringen kannst. Das finde ich eine ganz feine Sache. Was man auch gut machen kann, wenn man solche Reste hat, ist, dass man die so zusammenfrieselt einfach und dann machst du die einfach an eine Büroklammer dran. So. Kann man jetzt einfach knoten oder irgendwie, oder du nimmst einfach noch ein anderes dünnes Stück. Dann dreht man das ein bisschen und knotet das drumrum. Dann hast du ein herrliches, kleines, grungy Teil, was du oben aus oder an der Seite aus deinem Journal rausgucken lassen kannst. Huch, verrutscht. Dahin. So, und dann kann man kann es ja noch abschneiden, zurechtzupfen, ne, oder du machst es einfach, wenn du jetzt hier so eine kürzere Seite hast, dann geht das auch ganz gut, dann guckt das oben noch so ein bisschen raus. Also, da kann man schön mitspielen. Ne, deswegen, nicht wegschmeißen. Das kann man einfach, wenn man es einfach zusammenduddelt und irgendwo hinklebt, noch einen kleinen Akzent mitsetzen. Das ist so schön. Ich finde immer, bei Verbandmull gibt es keine Reste. Also, da gibt es nichts, was überbleibt, weil man alles irgendwie gut verwenden kann. Und jetzt nehmen wir nochmal raus aus dem Zoom unser schönes Cover und streichen das an, damit du mal siehst, was das für einen coolen Effekt hat. Da schneide ich jetzt ab, weil ich gerade finde, dass ich das da doch nicht haben möchte. Ich habe so langsam eine Idee, was das für ein Cover werden könnte. So Nature Journal mäßig. Jetzt muss ich mir mal gerade Acrylfarbe besorgen. So, jetzt habe ich wieder wild zusammengemischt, dass ich so in etwa diesen Farbton da hinbekomme. Und ich mache das ja am liebsten mit dem Schwämmchen. Die grobe Seite kann man gut nehmen, wenn man Struktur haben will. Aber wir haben ja hier schon Struktur und vor allem schon Farbe gekleckert. Also nehme ich die andere Seite, die weiche Seite zum Auftragen. Mein Special Tool hier immer, ne? Und das ist mit diesem Auftupfen, mit dem Schwämmchen geht das ganz gut, weil sich das besser in die Struktur reinarbeitet. Also ich komme damit besser klar als mit dem Pinsel. Es ist aber egal. Also du kannst das selbstverständlich auch mit dem Pinsel machen. Ich weiß auch nicht, ich habe so ein Schwämmchenfimmel. Ich finde immer, mit dem Schwämmchen wird das interessanter. Und ich will jetzt auch grundsätzlich mal schon das eingefärbt haben, dass das so in etwa zu diesem hier passt. Aber ich finde auch, dass hier ruhig der Untergrund ein bisschen durchgucken darf. So, den finde ich eigentlich, will die Schrift nicht lesen können. So. Ne, aber auch, dass es da so ein bisschen dunkler ist am Rand und so, das muss für mich alles gar nicht perfekt überstrichen sein. Das heißt, ich werde den Untergrund da so ein bisschen rausgucken lassen. Musst du halt schauen, ob das Bild, was da drunter ist, dir gefällt, ob du das irgendwie mit einarbeiten willst oder ob es komplett verschwinden soll. Ich will auf jeden Fall, dass diese Mami mit dem Kind hier verschwindet, weil das nicht zu einem Nature Journal, das ich machen möchte, passt. Aber ihr seht schon, das ist relativ cool hier, was da
relativ cool. Ich bringe heute einen Müll. Ist egal, sitzt mir nach. War alles ein bisschen viel hier. Wir haben es hier im Moment gerade abstressig. Da müssen wir mal so in dem ganzen Durcheinander schnell noch sagen, alle raus jetzt, ich muss jetzt ein Video drehen. Und das ist eigentlich auch das, was ich am liebsten mache. Ne? Mich hier hinsetzen und mit euch basteln. Das ist wesentlich angenehmer als dieser ganze organisatorische Blödsinn, der hier sonst noch so anfällt. Und das ist so mein Ding, ne? Da kann ich mich jetzt hier hinsetzen, da könnte ich den ganzen Tag mit verbringen, sowas zu machen. Und hier, ne, wo das auch ein bisschen dicker ist, seht ihr schon die Struktur, die kann man da ganz super mit reinarbeiten und hinterher entscheiden, inwieweit man da noch irgendwas abschneidet. Da rauscht es jetzt ganz doll im Hintergrund, es regnet schon wieder. Ist das nicht furchtbar im Moment? Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist es wirklich so, oh, es ist immer nur grau, also irgendwie scheint die Sonne gar nicht mehr. Es ist nass, es ist kalt, es ist so ein richtiger, typischer deutscher Sommer, so ein verregneter. Da hat mein Ex-Mann, ich war ja in meinem ersten Leben, bevor Roland kam, war ich ja schon mal verheiratet, das ist schon über 25 Jahre her, aber ist ja egal. Das war ja ein Amerikaner und der hat sich immer lustig gemacht. Der kam ja aus North Carolina, aus den Südstaaten, wo es also ja immer schön warm ist. Da habe ich ja auch eine ganze Zeit gelebt. Und der hat immer Witze gemacht. Der hat immer gesagt, in Deutschland sind 9 Monate Winter und 3 Monate kein Sommer. Was ein bisschen eine Frechheit ist, so ganz stimmt es ja nicht. Aber gemessen an dem, was er an Wetter kennt, war das schon richtig so. Da muss ich im Moment immer dran denken, da muss ich immer lachen. Sag ich, im Moment hat er tatsächlich einfach recht. Wir haben jetzt wochenlang keinen Sommer. So, und das ziehe ich jetzt hier so ein bisschen runter. Und das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Es muss einem klar sein, wenn man jetzt diese Acrylfarbe hier drüber streicht, das wird hart. Das funktioniert fast wie stoffsteif. Ich denke aber, dass das für das, was ich dann später mal mit diesem Journal machen möchte, ganz fantastisch sein wird. So. Und jetzt kommt gleich die Frage, ja, aber was machst du denn jetzt mit den Fusseln, die da noch raushängen? Das passt doch gar nicht dazu am Rand. Was mache ich denn damit? Ja, da wühlen wir mal gerade im Mülleimer und suchen uns ein Stück Papier. Gerade mal was abreißen. Und legen das da so dran, ne? Damit der schöne Stoff nicht versaut wird. Und dann färben wir das einfach auch noch ein bisschen mit ein. Und entscheiden später, was genau wir damit veranstalten wollen. Also wir nicht, ich entscheide das. Aber ich zeige es euch dann. So. Hier guckt mir jetzt noch zu viel Dunkles raus. Das passt mir nicht. Muss ich ein bisschen besser schrubben. Und da das ja hier so ganz leichte braune Flecken hat, hier ja auch schon, werde ich, glaube ich, jetzt ein ganz bisschen, ich drehe meinen Stempel um. So, der kommt jetzt nach innen. Mein Stempel. Ich sage da immer Stempel, so ist ja gar kein Stempel, aber ihr wisst ja, was ich meine. Ein Hauch, ein Müh von Braun. Ich glaube, da werde ich jetzt mal so ein bisschen noch, hier ist noch ein bisschen heller. Das noch so ein bisschen verdrecken, dass das nicht so ganz so clean aussieht. Ein bisschen mehr dem hier drüben nahe kommt. Warum? Weil es Spaß macht. Ich sage ja, wenn ich jetzt hier aufhöre, Video zu drehen, dann muss ich wieder ins Lager und muss arbeiten, da habe ich keine Lust zu. Also wenn wir jetzt hier einfach mal... benutze ich euch jetzt alle als Ausrede, dass ich hier noch ein bisschen spielen darf, bevor es weitergeht. Ha? Super, oder? Ah, das ist ein bisschen sehr dunkel hier, da können wir noch ein bisschen mit was Hellem drüber gehen. Das ist ein bisschen sehr intensiv fleckig geworden. So mag ich das. Und jetzt darf der ganze Spaß trocknen und dann kann ich das weiter verarbeiten. In jede erdenkliche Richtung, die mir einfällt, und mir wird eine Menge einfallen. Und irgendwann
holen wir dieses Cover dann aus der Versenkung und dann zeige ich euch, was da draus geworden ist. So, das waren jetzt mal so die Haupt-Hacks, was ich so mit meinem Verbandmull so veranstalte. Ich finde, es gibt kaum etwas, womit man ein Journal noch schneller alt und grungy machen kann. Und ich kann es euch nur empfehlen, das mal auszuprobieren und nehmt das alles mal nicht so ernst und nicht so genau. Klebt mal einfach drauf los und rupft ein bisschen. Je zufälliger das Ganze wird, umso cooler und umso ja, abgeranzter wird am Ende euer Ergebnis. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Auspurieren. Wenn ihr noch ein paar super Tipps habt, was ihr mit eurem Verbandmull veranstaltet habt, was die Community unbedingt wissen sollte, schreibt es bitte unten in den Kommentar. Ich sammle ja immer alle Tricks und alle Hacks. Und dann wird es mit Sicherheit in irgendeinem weiteren Video, werde ich es gerne erzählen und erklären, wie ihr das so macht. Also, wenn dir das gefallen hat, hinterlass mir gerne ein Like, schreib mir super gerne einen Kommentar. Und jetzt geh an deinen Basteltisch und bastel dich glücklich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.